Spoiler nicht so viel hier. Ich glaube, das ist aber nur Ruin. Ich dachte, ich wäre auch ein Schlüssel gewesen eigentlich. Nö, Schalltafel. Ach so. Naja, gut, okay, dann brauchst du nicht so was Wichtiges, aber immerhin 100%. 100% wenigstens, ja. 100%. 100% ist auch was Schönes. Das ist falsch. Doch. Ja, wenn die Steinfarbe. Über die großen Löcher musst du mit viel Anlauf springen, ja, das. Später. Toller Tipp. Spätestens dann hättest du wissen müssen, wie du den bekämpfst, beziehungsweise wie du den großen Schlüssel bekommst. Ja. Weil manche denken sich ja dann, ich krieg ja noch einen Schlüssel. Ja. Dann 1, 2, 3, 4. Hallo, großer Wicht. Wie geht's denn so? Lässt du mich durch? Musstest du mit dem Anlauf an den ran? Ah ne, du musstest springen, ne? Richtig, aber das Problem ist einfach nur, ich glaube, ich pack das nicht. Wie war denn das? Ach so, nein. So hier. Ja, sag dich doch anstürmen. Jetzt du mit Anlauf. Du sagtest das nicht, du sagtest was anderes. Kein Herz, ach man. Ich glaube, die geben sowieso vorrangig Rubine. Das ist aber ein seltsamer Stein. Vielleicht kann man ihn einfach umrennen. Nö, nicht wirklich. Ach, sag bloß. Die Viecher müsstest du eigentlich auch mit Rennen töten können, ja. Oh, bam. Oh, bam. Solltest du vielleicht nicht das Herz nehmen? Ja, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme das Herz nicht, nein. Okay. Dann halt nicht. Hier ist aber noch etwas Schickes. Und zwar ist hier noch ein Rubin. Noch. Hier ist noch ein Rubin, der sich droppt. Das war hier. Hä? Ein Schlüssel? Ein Schlüssel. Warum Schlüssel? Schlüssel zu viel ist doch immer gut. Das ist ein bisschen dumm. In Zelda 1 zum Beispiel ist es so, wenn du. Ja, mach du erstmal. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Nee. Ich weiß wieder, welcher Boss das war. Ja, ich weiß auch. Dafür brauche ich die Schuhe. Da ist er. So, schreiben wir uns. Trennung pur hier. Ich muss ihn zum Trennen bringen. Das war ja voll die Trennung. Oh mein Gott. Ach, stopp, Sekunde. Jetzt muss ich das so machen. Ich fand den Boss mal lustig. Warum? Erstes Auge tot? Keine Ahnung, weil es auch so ein leichter Boss war. Das stimmt allerdings. Ein Herzcontainer! Und. Also das sind drei Dungeons durch, oder? Jo. Ja, zwei Stunden. Eine Glocke! Du hast die Nixon-Glöckchen. Die Nixon. Das Nixon-Glöckchen. Mein Gott. Artikel. Sehr schwer. Glock, glock, glock. Jo, dann würde ich aber langsam sagen, ich will das Spiel nicht so durchspielen jetzt. Ich will mal auch eine Pause machen. Dann würde ich sagen, Wasserfall. Im Wasserfall ist es. Bla bla bla. Dann würde ich sagen, wie viel Gold haben wir? Ach gut, Eule, rede du noch. Uhu, wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen. Damit der Windfisch aufwacht. Mein Gott, Deutsch. Und du, Kokolint, wieder verlassen kannst. Geh nun zur düst-dürsten Wüste. Die schwarzen, monströsen Einwohner der Wüste werden dir den Weg weisen. Ich sage nur, uhu. Bringt dir überhaupt was, wenn er auf seine Sprache uhu sagt. So, was ich machen wollte. Ich gehe jetzt erstmal zurück zum Dorf. Weil ich da sowieso wieder neu spawnen werde.
Und ja, was können wir noch machen so? Du könntest noch die Bienenwabe machen. Stimmt, die wollte ich ja auch. Danke. Ich glaube, das werde ich jetzt auch noch schnell machen. Ich werde das einfach mal auch machen, weil, naja, damit das auch schon mal erledigt ist. Hallo? Hörst du mich noch? Oh, ich glaube, wir haben technische Probleme. Bis gleich. So, wie schon gesagt, wir hatten technische Probleme. Und jetzt muss es wieder alles laufen. Willkommen zurück, Osama. Osuma. Osuma, okay. Das war auch nur ein Versprecher, also wirklich. Ja, gut. Hier kann man übrigens den Stock eintauschen. Henry. Ach, Ori. Mein Gott. Ein schöner Stock. Hi, Henry. Ja, hallo. Henry. Hi. ein schöner Stock, den du da hast. Leihst du ihn mir mal kurz? Hm, naja. Nee. Ja, komm. Okay. Oh, ein Stock. Fummeln wir mal hier ran. Ah, Bienen. Nein. Der ist echt so klug, der Typ. So klug. So klug, ja. Aber richtig klug. Wird er erstmal weggescheucht. Und wir bekommen die Honigwabe. Er wollte sie haben und lässt sie nicht uns machen. Plötzlich hast du statt eines Stocks eine Bienenwabe. Naja. Tja. So spielt das Leben. Nur die Frage ist, wofür wird die jetzt gut? Das weißt du nun auch nicht. Du weißt es wohl selbst nicht. Doch. Ich bin gerade überlegen. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, warum nicht? Es gibt nicht nur eine Stadt. Aha, okay. Ich habe das Spiel so nicht mehr in Erinnerung, ich merke schon. Weiß es jetzt aber wenigstens wieder. Jein. Sekunde. Also, wir müssen, glaube ich, hier hinein. Nein, wir müssen. Ich dachte, du wolltest es beenden. Theoretisch wollte ich beenden, aber ich habe es mir anders überlegt. Nee, ich würde ernsthaft jetzt irgendwie noch. Aber müsstest du, warte mal, kannst du nicht diese Höhleneingänge da oben mit dem Rennschuh kaputt machen? Nee, muss ich mit den Bomben. Theoretisch könnte ich das schon machen, aber wenn ich ehrlich bin, kann man das auch später machen. Da sind nur Rubine, oder? Und bei einem, glaube ich, ein Herz drin. So war das. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja, doch. Ich glaube, hier runter. Ach, ja. Wenn du ein Schwert auspacken würdest, dann könntest du dich auch wehren. Ich könnte, ja. Und zwar müssen wir hier lang. Weil wir müssen jetzt hier ran. Okay. Hier runter. Und hier rein. Macht's jetzt langsam wieder Klick? Ja, jetzt irgendwie fühlst du daran, was das für ein Dorf war. Vielleicht macht das hier Klick. Ja, Ananas gegen Honigwabe, genau. Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du hast? Genau so eine bräuchte ich jetzt. Möchtest du eine Ananas dafür? Eine Ananas? Ja, der Witz ist so alt. Ja, irgendwie schon. ja, klar doch. Eine Ananas. Eine Ananas, ja. Gegen eine Ananas getauscht, die sehr saftig ist. Nun, dieses Tier schläft nie. Ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in den Dürstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marie es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Jo, und die Marie muss man da eben auch noch rufen und so, also. Und hier ist übrigens der zweite Teleporter. Gut, damit hast du den zweiten Eck schon mal gefunden. Richtig.
Jo, ich weiß jetzt aber ernsthaft noch nicht mal, was man machen muss. Also den Tempel weiß ich, glaube ich, noch. Aber ab jetzt wird spätestens ab jetzt wird es wieder schwer, weil ich hab's Blind. ja schon fast blind, weil ich weiß es überhaupt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Weil ich weiß nur, dass da noch eine Miesmuschel war. Okay, eine Zaubermuschel. Aber hier rüber könnte ich auch schon, aber es bringt mir nichts, da ich einen Greifhaken brauche. Was musste ich nur machen? Feuerbogen konnte ich mir auch noch nicht leisten. Die kannst du immer noch klauen. Ich werde nichts klauen, ich mach's auf legalem Weg. Mein Gott, du denkst immer ans Klauen, wie? Nö. Nein. Nein, nein, nein. Nicht wirklich. Hier ist auf jeden Fall noch ein Rubin drin. Jo, ernsthaft, ich weiß nicht, was ich machen muss. Fuck. Ich glaube, ich brauche die Flöte. Bloß die Frage ist, was, wo ich nochmal die Flöte herbekomme. Oder du brauchst erstmal Marie, um das Tier da zu wecken. Ja, Marie ist ja hier. Beziehungsweise Maren eigentlich. Sie heißt Maren. Okay, Marin, sie sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Tja, Frauen. Böse. Naja, das Event mit Maren gerade ausgelöst ist, schätze ich mal, dass du auch dahin musst. Irgendwie schon. Ich glaub's nicht, wir haben beinahe drei, beziehungsweise ich habe beinahe 3 Stunden schon aufgenommen. What the fuck? Ja, siehst du, in der Zeit habe ich Zelda 1 durchgespielt. Ernsthaft? Dein Ernst? Ja. Alter, was geht mit dir nicht richtig? Vor allem, ich habe so ganz nebenbei noch das komplette Spiel erklärt. Ich hab das Gefühl gehabt, ich habe mehr ein Walkthrough gemacht als ein Let's Play. Aber Okay. naja, dafür kommt danach der Hard Mode. Der Hard Mode, ja gut. Ich bin glaube noch im Hard Mode im richtigen Spiel da. Also ich spiele es halt auch nebenbei. Und naja. Wo war die blöde Marie jetzt? Marien. Ja, am Meer. Ich schätze mal da, wo du das Schwert ungefähr gefunden hast. Glaube ich nicht. Ich mache jetzt eigentlich nur nebensächliche Sachen eher. Keine Ahnung. Und da brauche ich den Greifhaken. Und das hat schon wieder geleckt. Nein. Aber mehr, wo waren das? War das wirklich da? Naja, es ist jetzt gerade einzigste Meerstelle, die ich mich erinnere. Okay. Na gut, dann gucke ich mal. Was Du anderes hast ja bleibt mir ja nichts Teleporter hier übrig. wenigstens. Na, wenigstens das. Und ich fange schon wieder an zu singen, weil mir langweilig wird. Weil die Musik so schön ist. Ja, weil die Musik so schön ist, ja, hast recht.